Und das sind die aktuellen PC-Verkaufscharts aus Deutschland in der Woche bis zum 2. September. Auch diese Woche schafft es Diablo 3 auf den 5. Rang. Das Action-Rollenspiel ist mittlerweile auf einem guten Weg, das erfolgreichste PC-Spiel des Jahres 2012 zu werden. Ein Point-and-Click-Adventure auf Platz 4? Das gibt es so nur in Deutschland. Die Geheimakte-Serie konnte in den letzten Jahren viele Fans gewinnen. Das zahlt sich aus und so schafft der neueste Teil, Geheimakte 3, den Sprung in die Charts. Neu auf der 3 die Guild Wars 2 Collectors Edition. Das MMORPG begeistert seit Tagen die Spielergemeinschaft und gilt mittlerweile als der große World of Warcraft-Konkurrent. Die große Besonderheit des Online-Rollenspiels, es hat keine monatlichen Abo-Gebühren. Wer das Spiel einmal gekauft hat, der kann zocken, bis die Server abbrauchen. Activision hat den Preis der PC-Version von Call of Duty Modern Warfare 3 gesenkt. Das Ergebnis? Ein direkter Wiedereinstieg auf Platz 2. Laut einer nicht repräsentativen Umfrage von Supergames TV kommt auf jeden Call of Duty-Käufer einen Call of Duty-Hasser. Zu welcher Gruppe gehört ihr? Letzte Woche stand World of Tanks im Weg. Die Panzer sind irgendwo in der Wüste liegen geblieben und daher ist die neue Nummer 1 Guild Wars 2.